Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Neue Bikerstrecke in Afflens eröffnet. Football in Bruck-Obereich mit großer Begeisterung und das Wetter morgen wechselhaft. Die Region Afflenzer Bürgeralm ist um eine Attraktion reicher. Man hat es Liebhabern einer Trendsportart in 10 Verhandlungen ermöglicht, auf legale Weise die nicht gerade ungefährliche, aber dennoch beliebte Fahrt mittels Bike zwischen Bäumen und Sträuchern im unwegsamen Gelände vom Berg ins Tal zu befahren. Unser Bestreben war, die Afflenzer Bürgeralm auch im Sommer zu beleben. Und da ist uns das Thema Mountainbiken natürlich, wir haben viele Forststraßen, aber wir haben in der Gegend noch keinen Trail gehabt, wo man von 1500 Meter derzeit auf 800 Meter hinunterfahren kann. Und da haben wir uns entschlossen, auf diesen Hype, was derzeit um Mountainbike ist, aufzuspringen. Und die Strecke selber ist wahrscheinlich sehr anspruchsvoll. Es ist für durchschnittliche und geübte Fahrer natürlich, also nicht für einen Anfänger, aber jeder, der das einmal vorn gefahren ist, glaube ich, traut sich dann hinunter. Mit großer Freude aller Beteiligten wurde der sogenannte Uptrail in der Bike Arena in Afflens nun offiziell an die Trendsportler übergeben. Rund 5 Kilometer lang ist zurzeit die Strecke und man überwindet dabei einen Höhenunterschied von 700 Meter. Man kann sich dabei aber auch denken, dass es bei den verschiedenen Interessen zwischen Naturerhalten und Naturbeleben nicht einfach war, einen gangbaren Weg für alle zufriedenstellend zu schaffen. Ja, zum Ersten muss man einmal wissen, das Biken ist ein Trendsport, der gigantisch sich ausgeweitet hat. Und zum Zweiten gibt es natürlich auch Grundeigentümer und eine Grundverantwortung. Auch solche, die den Grund und Boden anders nutzen wollen, die Jäger zum Beispiel oder auch die Naturschützer und Naturpfleger. Und wir wollten hier einen Kompromiss finden mit allen, dass also alles ein wenig Platz hat. Das geht, wenn man gute Vereinbarungen trifft, gute Verträge trifft und wenn jeder auch weiß, dass er Verantwortung hat im Gesamten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das hier auf der Bürgeralm gelungen ist, diese Downhill-Strecke zu entwickeln. Sie ist übrigens die erste nach diesem großen Friedensschluss zu Graz, kann man fast sagen, der gelungen ist, um eben die Mountainbike-Szene in Österreich weiterzuentwickeln, besonders auch in der Steiermark, und zwar nach einer Form, die wir uns alle wünschen, dass alle zufrieden sind mit einem sauberen Vertrag, mit einer guten Versicherung und mit anspruchsvollen Strecken. Für uns war es ganz schwer, weil wir unten in unsere Forstflächen sind, was wir intensiv forstlich nutzen. Und wenn man eine Fläche forstlich nutzt, das ist auch für die Grundeigentümer ein Kapital und ein Geld. Und wir haben gesagt, wir müssen schauen, dass die Wirtschaft auch lebt. Und deswegen haben wir gesagt, wir stimmen dem Projekt jetzt zu. Und wie man sieht, das Projekt ist, glaube ich, nicht so schlecht. Erfreut aber auch der Bürgermeister, der mit dieser Strecke eine Belebung für die Region auch außerhalb der Wintersaison sieht. Ja, sensationell, dass es diese Strecke gibt, dass es diese Aufwertung des Ortes und damit natürlich der ganzen Region gibt. Ich glaube, genau da müssen wir hin zu einer Ganzjahresdestination, zu einem Ganzjahresberg sozusagen, gerade auf der Bürgeralm. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und da ist natürlich die Downhill-Strecke ein erster, ganz wichtiger Schritt. Man hat gehört, es ist jetzt ein erster Schritt, es ist eigentlich noch mehr geplant. Durchaus, also gerade die Naturerlebnis möchte sehr viel machen. Wir als Gemeinde versuchen das zu unterstützen, ein bisschen auszugleichen, wenn notwendig ist, bei der einen oder anderen Behörde vielleicht auch ein bisschen das zu unterstützen. Und um das geht es letztendlich, dass noch vieles folgen wird, dass viele Bereiche, viele Mosaiksteine zum großen Ganzen und zum großen Gelingen beitragen. Gibt es da eigentlich hoffnungsmäßig auch irgendetwas, was man berücksichtigen hat müssen von Seiten des Landes? Ja, die Haftungsfrage war die sensibelste Frage überhaupt. Wer übernimmt die Haftung, wenn auf einer Forststraße etwas passiert? Ist der Grundeigentümer, der Mountainbiker oder ein Dritter? Das ist mittlerweile geregelt. Das Land Steiermark mit den Tourismusorganisationen übernimmt hier diese Haftung. Und trotzdem muss man sagen, muss jeder seine Verantwortung haben. Der Bauer, der auf der Forststraße seinen Arbeitsplatz hat, aber auch der Mountainbiker, der wissen muss, dass jeden Moment auch jemand entgegenkommen kann. Ein Jäger, ein Traktor, was immer. Das heißt, man muss das Hirn auch immer beim Gerät haben. Aber wenn man gemeinsam was will, dann gelingt es auch. Und das ist also uns gelungen in der Steiermark. Man kann nur froh sein, dass alle hier am gleichen Strick gezogen haben.
Jetzt kann man nur hoffen, dass sich alle Benutzer dieser Strecke vorbildlich verhalten, damit der Betrieb sowie eine angedachte Erweiterung nicht nur den Sportbegeisterten, sondern der ganzen Region von Nutzen ist. Solche Bilder wird man in Zukunft auch in der Brugger Sportwelt immer öfter zu sehen bekommen. Ganz sicher aber am 7. Oktober 2017 im Stadion Obereich. Kernölbowl ist die steirische Meisterschaft im American Football und wird am 7. Oktober im Stadion als eintägiger Turnierevent über die Bühne gehen. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden dazu die Einzelheiten bekannt gegeben. Football wird man also auch in der Kornmesserstadt bzw. im Obereicher Stadion öfter zu sehen bekommen? So ist es ja, die Upper Styrian Rhinos sind sehr schnell gewachsen. Vor 2 Jahren sind sie erst gegründet worden und mittlerweile sind sie ein fixer Bestandteil der Sportstadt Brugg, einer von 65 Sportvereinen, aber einer der wirklich best aufgestelltesten Vereine, sehr professionell, was das Training betrifft, was die Arbeit im Verein betrifft, vor allem aber auch was das Marketing betrifft. Und wenn man anschaut, dass man 500 bis 700 Zuseher hat bei den Heimspielen, dann ist das wirklich beachtlich und wir werden auch den Weg als Stadt natürlich auch in Zukunft tatkräftig unterstützen. Football ist natürlich ganz was Neues in der Region und wir betrachten uns jetzt auch nicht unbedingt nur als Sportverein, sondern als Eventverein. Football, nach außen wirkt es relativ rau und relativ ungehobelt, ist es aber überhaupt nicht. Es liegt eine extreme Taktik dahinter, es liegt viel Strategie dahinter und ich glaube, das zieht die leider ein bisschen an, denn es ist was Neues, es ist nicht schnell zu erlernen und schnell zu begreifen. Und das, glaube ich, macht ein bisschen den Reiz aus. Und wir sind nicht so leistungsbezogen, noch nicht. Wir haben noch die Idee, zuerst einmal ein großes Programm aufzubauen und dann über die Zeit und Leistung einen österreichischen Spitzenfußball aufzusteigen. Ja, das kann man sich im Moment darunter vorstellen. Wir haben eine gute Mannschaft, einen relativ großen Kader. Und da haben wir relativ viel Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten. 3 Mannschaften werden am 7. Oktober in Obereich aufeinandertreffen. Die Fürstenfeld Raptors, Styrian Hurricanes und die Upper Styrian Rhinos. Wie wird das Ganze ablaufen? Wir versuchen immer ein ganzes Event für die ganze Familie zu veranstalten. Ab 11 Uhr öffnen die Tore in Obereich. Dann um ca. 11.45 Uhr gibt es dann die Spielerpräsentation, eh so wie es im Fernsehen auch ist. Und um 12 Uhr ist Beginn. Gespielt wird dann 3 Spiele zu je einer Halbzeit. Inzwischen die Spiele gibt es dann quasi das Highlight mit der Jugend, wo unsere Jugend gegen die Stehofen Hurricanes Flag Football spielt. Und um 16.30 Uhr, 16.45 Uhr circa ist dann die Siegerung mit der Scheckübergabe. Apropos Scheckübergabe, der Eintritt ist frei und freiwillige Spenden wird gebeten. Diese kommen einem guten Zweck zugute. Und jetzt wollten wir noch wissen, wie erlebt ein Spieler American Football? Was mir wichtig bei dem Spieler ist, ist die taktische und die körperliche Komponente. Man freut sich auf jedes Spiel, weil es sind doch wenige bis jetzt und nervös ist man am Anfang immer. Und sobald der Ball gekickt wird, geht es erst richtig los und dann ist die Nervosität futsch und man ist einfach im Spielgeschehen drinnen. Was ist dabei wichtig? Die Schnelligkeit, die Kraft, was ist es? Kombination aus allem, finde ich. Es ist Schnelligkeit, Kraft, taktisch. Viele, vor allem im Publikum, die was vorne in American Football gesehen haben, können sich darunter nicht wirklich was vorstellen und glauben, es sind einfach 22 Männer, was zusammenlaufen. Aber es ist sehr, sehr viel Taktik dahinter. Heute gab es noch einmal Regen und die Werte lagen bei maximal 10 Grad. Schnee gab es bis auf 1400 Meter herab. Morgen wird es wechselhaft und die Sonne zeigt sich wieder öfter. Es bleibt kühl bei 9 bis 14 Grad.